Ja. Konfringo! Hier ist eine Säule, aber kein Vorsprung zum Festhalten. Ist irgendwo noch jemand? Zwar einer ist unsichtbar, weil der nur sichtbar ist durch das Tor, ne? Und dann ist der andere unsichtbar oder sowas, oder? Nee, noch nicht. Okay, alles klar. Ja, da ist der andere. Komm, trink! Die Markierungen richten die Torbögen neu aus. Vielleicht geht's ja auf der anderen Seite vorwärts. Konfringo! Ins Zentrum! Konfringo! So. Konfringo! Incendio! Aua! Konfringo! Incendio! So. Das war... zerbarstet. Okay, ich brauche die Säule. Accio! Radium Leviosa! Ja, haben wir hier hin, bitte. Einmal durchgehen und schon ist sie da. Aber... wie komme ich da hoch? Denn das ist jetzt immer noch nicht unbedingt... Akio! Konfringo! Wingardium Leviosa! Gefolter! Nee. Leviosa! Ja. Accio. Wingardium Leviosa. Vielleicht hier ran? Hm, mal was probieren. Wenn ich jetzt hier rüber gehe. Oh. So. Protego. Meint ihr, ich kann da hochklettern? Nee. Kann ich nämlich nicht. Ich kann die Säule aber auch nicht irgendwie angehoben lassen. Leviosa! So.
Leviosa! Unsichtbar, da komme ich gar nicht durch. Okay. Ach, komm. Ich muss ja nicht wieder zurück, ne? Nee. Ich muss da durch. Das ist ja tricky. Sehr tricky. Haben wir denn noch irgendwo eine Plattform? Das ist die einzige Plattform, die wir hier haben, ne? Das ist ja mies. Wie kommen wir denn da weiter? Da könnte ich aber auch nur rauf und dann. Ja, war's dann, ne? Oh, ach. Ach. Warte. Das sehe ich jetzt erst. Ah, aber wie. Ach so. Ich muss ja erst auf die Säule. Ist es möglich, einen dieser Blöcke durch den Torbogen zu ziehen? Ja, ist es. Nur gerade die Frage. Leviosa! Das ist gut. Akio! Radium Leviosa! Ich hätte es einfach gleich machen Nachdem sollen. Nachdem ich den Block durch den Torbogen herausgezogen habe, kann ich ihn so platzieren, dass ich auf der anderen Seite draufklettern kann. Ja, aber brauche ich jetzt ja gar nicht mehr. Was war das denn für ein... Krass, Alter. Wow. Okay. Okay, da ist einer. Da ist einer. Zwei, ne?
macht euch gegenseitig platt. Ins Zentrum. Protego. Contrinco. So, nämlich. Kein Problem, sagen wir dazu. Halt. Das. Warte mal, von wo kam ich denn? Ich kam doch von dort, ne? Wieso ist hier was offen? Achso, ich verstehe schon. Das heißt, ich gehe erstmal geradeaus weiter, um zu gucken, was da los ist. Wahrscheinlich eine. Wieso geht das hier weiter? Okay, ich glaube allerdings nicht, dass wir hier weiterkommen, ohne halt diese letzte Prüfung. Okay, das ist merkwürdig. Wieso können wir hier durchgehen? Shit. Ich hätte mal das andere machen sollen. Vielleicht gab es da aber auch nur eine Truhe oder sowas. Auf einigen. Okay. Dies war der erste Streich. Schade. Ins Handy. Protego. Komm, trink. Genau. Das wollte ich. Contrinco. Incendio. Contrinco. Protego. Incendio. So. So sieht's aus, nämlich. Protego! Na, mach nix. Der ist dafür kaputt. Contrinco! Ins Handy. Ja.
Incendio! Contringo! So. Oh, what? Ach so! Aua! Krasser Typ. Jetzt aber. Yes. Kaputt. That was what? Na, endlich. Ja, da ist so wirklich, na, endlich. Mann. Das ist auch sehr cool.
Nun, ich bin neugierig auf Isidoras Reisen. Nur herein. Hier, setzen Sie sich. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora! Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Das ist unerforschte Magie, Isidora. Man sieht nur, was im Glas verschlossen wurde. Wir wissen nicht, welche Macht damit verbunden ist. Aber die Spuren dieser Magie sind anders als alle, die ich kenne. Danke. Wer, also dieser Vater von ihr, der sah so ähnlich aus wie Professor Fig, kann das sein? Kann mich aber auch vollkommen täuschen. So, also, Sie sind zurück. Und sogar in einem Stück. Ja, klar. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Professor Rookwood hat mir erzählt, was auf Schloss Rookwood passiert ist. Angesichts der vorherrschenden katastrophalen Umstände ist es ein großes Glück, dass eine so kompetente Person diesem Weg folgt. Danke, Professor. Ich werde das zweite Artefakt hüten, wie Sie mir geraten haben. Gut. Kann es weitergehen? Ich bin bereit, was auch kommen mag. In diesem Fall ist es Zeit für eine Einführung. Darf ich vorstellen? Neve Fitzgerald, ehemalige Schulleiterin von Hogwarts. Ah. Wie geht es Ihnen? Ich gebe zu, es überrascht mich eigentlich kaum, dass ein Schüler die Prüfungen absolvierte. Ich war stets überzeugt, dass Hogwarts-Schüler alles schaffen, was sie sich in den Kopf setzen. Danke, Professor. Ebenfalls sehr erfreut. Ich bin mir sicher, dass sie meiner Prüfung mehr als gewachsen sein werden. Jedoch muss ich zuerst den Ort ihrer Prüfung, wie soll ich sagen, vorbereiten. Wir vertrauen Ihnen, Professor Fitzgerald. Sie sollten am besten wissen, wie man mit dem Umstand umgeht, dass, nun ja... Mit einem hochmütigen und ärgerlichen Schulleiter? Das sollte ich wohl. Ich werde sogleich bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Natürlich. Professor Fitzgerald braucht etwas Zeit, um den Weg zu räumen. Bis dahin sollten Sie weiter an Ihrer Magie arbeiten. Sagen Sie Bescheid, sollten Sie in der Zwischenzeit mehr über Renrocks und Victor Rookwoods Aktivitäten erfahren. Sehr gern, Professor. Ja, ich weiß. Ich soll meine Zauberkunst verfeinern. Sie lernen schnell. Hoffentlich hören Sie auch bald von Lodgok. Dann erfahren wir, wie es ihm mit dem Helm ergangen ist, den Sie besorgt haben. Das war gute Arbeit, wie immer. Wir sehen uns bald wieder.
Da sind wir also wieder in unserem Zimmerchen, nicht wahr? Und haben Charles Rockwoods Prüfung abgeschlossen. Voll cool. Okidoki. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut. Sehen uns in der nächsten Folge wieder in Hogwarts Legacy in Hogwarts. Und gucken wir mal, was wir dann noch alles erforschen können. Mach's gut, Leute. Vielen Dank. Mir von deiner Begegnung mit den Wilderern. Ich habe auch ein paar Neuigkeiten über sie. Können wir uns bald treffen? Ich fürchte, einiges von dem, was ich aufgedeckt habe, hat mit dir zu tun. Tschüss.